Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu der ersten Folge mit dem guten Valcry in Space Engineers. Hallöchen. Juhu, ein neues Weltraumspiel. Und wir werden den Weltraum für lange Zeit nicht mehr wiedersehen. Ja, ich glaube auch, wir werden jetzt erstmal. Wie machst du die Gesten? Wenn du auf G drückst und dann Charakteranimationen, da hast du ein paar. Da können wir auch mal ganz spezielle Animationen probieren. Ja, wollte ich auch gerade. Meiner macht aber keine, wenn ich sie. Ach, die muss ich dann unten reinziehen oder wie? Ja. Ah, okay. So ist das. Ja, genau. Den Facepalm, den wollte ich natürlich irgendwie auch. Den brauchen wir. Warte mal, ich gehe mal runter. Sterben. Waffen und Werkzeuge. Scheißgerät. So, okay. So, ja, wir haben es geschafft zu landen. Wir sind mit zwei Landern gestartet auf der entgegenliegenden Seite des Planeten. Und du musst hier X drücken. Aber musst mit deinem Hydrogen sparen, ne? Weil da hast du nicht hiervon. Hahaha, ich habe ein Tutorial gesehen. So. Okay. Okay, cool. Wir sind mit dem Lander gerade runtergekommen, haben ein schönes grünes Eiland hier inmitten des wilden Chaos gefunden. Und ja, das ist eigentlich ziemlich angenehm hier. Wir haben auch ganz andere Weltecken schon gesehen, die weniger hübsch waren. Und nur für alle Fälle müssen wir uns jetzt natürlich überlegen, was ist am Anfang wichtig, gell? Solarzellen. Richtig. Aber schon getestet. Pass auf, wir brauchen eine Solarzelle. Wir können die herstellen. Wo kann ich denn... Warte mal kurz. Kann ich irgendwo sehen, was... Ach, warte mal, ich drück mal G. Solarzelle. Und dann alle Blöcke und dann finde ich da irgendwo auch Solarzelle wahrscheinlich, ne? Gut, und die werden wir hier irgendwo einfach anbauen, damit die halt irgendwie... Man kann die natürlich dann auf rotierende Blöcke setzen und solche Geschichten. Das geht dann alles. Dazu, finde, Solarzelle brauchen wir... Was steht da? Computerträger, Herstellungskomponente, der Wir können auf dem Ding hier nichts anbauen, weil... Doch. Nee. Können wir. Doch. Temporäres Schiff. Hä? Sagt dann trotzdem temporäres Schiff. Wieso hast du das Häkchen nicht rausgenommen? Ich habe das Häkchen immer rausgenommen. Ich habe doch da gar kein Häkchen gehabt. Nee, ich habe es echt rausgenommen. Muss gehen. Aber zu Not. Sekunde, ich will mal was probieren. Ich hab doch was. Ich brauche mal ganz kurz ein paar Stahlplättchen. Doch, ich kann da was anbauen. Echt? Temporäres Schiff wird nach dem Spiel, nachdem der Spieler das Spiel verlassen hat. Ja gut, dann können wir es auch zur nicht. Not. Wir sind doch, Moment, nachdem der Spieler das Wolf? Spiel verlässt oder in einem neuen Schiff wieder ansteigt. Du meinst, wenn wir jetzt beide rausgehen, ist es weg? Nee, ich glaube nicht, dass wenn wir beide rausgehen, dass es verschwindet. Ich glaube, das bleibt Aber so steht's da ja, ne? Immer runter? Nee, wenn wir das Spiel verlassen. Ja. Nachdem der. Genau. Meinst du, wenn wir beide rausgehen und neu starten? Nee, ja, ich denke, aber deswegen, jetzt gucken wir mal eine leichte Panzerung. Probieren und nochmal neu aufnehmen sonst? Warte. Das wäre gut zu wissen, oder? Ja, gut, zur Not zerlegen wir es jetzt Stück für Stück und bauen es unten wieder auf. Aha, Performance Issues. Also eigentlich müsste das gehen, ja. Was denn? Ich baue jetzt mal hier unten. Eigentlich müsste es gehen. Also ich kann hier welche ransetzen. Das weiß ich, dass das geht. Ah, was ist das denn? Oh, du hast Freunde gefunden. Ja, die sind... sie heißen Rüdiger. Alle tot? Die stehen bei mir noch. Und er hat dabei Stahlrohr groß. Danke. Und hier? Herstellungskomponente. Ja, mega. Alles klar. Guck mal, schon die ersten Gegner. Keine 5 Minuten im Spiel, schon die ersten Gegner. Und schon Loot. Der Looter. Ah, die haben alle Loot dabei. Ist ja klasse. Also, Solarzelle. Wie drehe ich... Alles klar. Okay, ich lege jetzt mal hier einfach einen Block hin, oder? Nee, ich würde es schon... Lass uns hier ruhig anbauen. Das muss doch funktionieren, du. Geht nicht. So. Doch, muss gehen. Okay. Während der Welt das überlegt, mache ich da schon mal hier unten ein kleines Blöckchen her. So. Ich habe doch, im Tutorial hat er doch auch angebaut hier, was ich gesehen habe, du. Oh, wie schaffe ich das denn? Ich habe es jetzt irgendwie geschafft, die Blöcke, abzubauen? Nee, ich kann sie,
ohne dass sie, ich kann sie gerade genau drehen. Wie kann ich das wieder abstellen, dass ich sie gerade genau drehe? Das gefällt mir nicht. Das muss ich gerade passen, weil... Ich kann die absolut frei drehen. Das ist gerade ein bisschen ätzend. Ich möchte, dass sie andocken wieder, die Blöcke. Aber so dauert's, so ist schlecht irgendwie. Oh. Toll. Voll auf die Fresse gefallen. So. Aber so kann ich sie nicht gut anmontieren. Ah, warte mal, doch. Ich könnte es so mal versuchen. Pass mal auf, ich versuche mal eben, ja? Die Solarzelle. Ja, versuch mal. Okay. Sie ist abgestürzt. Ja, aber sie kann mich doch nicht direkt töten, oder? Kannst du den Strom mal wieder anmachen und dann auch bitte den Strom vom Schiff anlassen, sonst müssen wir immer wieder unterbrechen. Weil ich kann jetzt nirgends das bauen. Ach so, ja. Einfach den Strom anlassen und alles, was nicht gebraucht wird, abschalten. Das ist am besten, sagte ich ja. Ja, ja, ja. So, Strom ist an. Mhm. Sonst schalte ich mal eben alles ab, was nicht gebraucht wird. Das kannst du auch gerne machen. Dann kann ich da unten schon mal noch ein bisschen gucken. So, also meinst du, wir müssen uns ein komplett eigenes Dings bauen? Eigentlich ja, müsste das nicht so sein. Wäre auch kein Problem, das geht ja auch relativ zügig. Ja, dann fangen wir an. Ich glaube nicht, dass sie die Materialien dafür haben, oder? Ja, zur Not von oben nach unten. Es geht ja jetzt erstmal nur die wichtigsten Komponenten. Wir kriegen ja alles aus dem Schiff, was schon drin ist, kriegen wir ja raus. Aber du kannst das hier zu einer Basis umwandeln, den normalerweise das Schiff. Ach, das könntest du mal versuchen. Ich weiß mich nicht, wo das geht. Du kannst ihn ja auch zu einer Basis umwandeln. Das ganze Schiff hier. Okay. Weißt du nicht, wo? Nee. Na toll. Also man als ich das letzte Mal das Spiel gespielt habe, da war das noch alles anders. Im Grundprinzip alles gleich, aber noch alles anders. Okay, alles klar. So, was brauchen wir nicht? Sauerstoffgenerator, brauchen wir den jetzt hier drin? Nicht unbedingt, oder? Hier gibt es Sauerstoff, also ich denke nicht. Okay, die Thruster hast du ausgeschaltet. Ach, der ist ja auch schon aus, der Sauerstofftank. So. Programmierbarer Block ist aus. Okay, ich brauche nochmal kurz einen Nachschub. Ah, Mist, geht noch nicht. Ja, das wird mit den Ressourcen wird das schon knapp werden. Das genau, stimmt. Deshalb müssen wir den auch benutzen irgendwo. Ja gut, aber wir können ja alles, was hier drin ist, können wir auch rausbauen. Das ist ja jetzt nicht das Thema und stellst es unten hin. Manche Sachen brauchen wir auch nicht. Also Strom jetzt wie hat sowas sich aber irgendwie jetzt nicht erhöht. Es steht immer noch ein Tag unten rechts. Ja gut, das Standby-Zeit wahrscheinlich bis zu 2 Tagen wird es dann vermutlich nicht mehr reichen. Also, ich meine, das ist das Tutorial, was ich gesehen habe, war vom Februar, ne? Aber da hat das dann 76 Tage durchgehalten, das Schiff hier irgendwo, ne? Ja gut, das kann ja sein, dass sie vielleicht noch mehr abgeschaltet haben. Ich habe alles, fast alles abgeschaltet irgendwie. So. Ich guck gerade, wo man in ein Schiff umwandeln. Warte mal, convert this station to a ship. Ach, das Convert to Station, Sekunde. Convert the ship to a station. Ship has to be stationary in order to convert it to a station. Velocity, also die Beschleunigung muss auf 0 sein. Das geht aber. Müssten wir da was mit dem Landing Gear machen? Kann das sein, irgendwie, um das zu konvertieren? Landing Gear? Ja. Ah, du baust ja schon fleißig da unten. Ja, ich habe mir gedacht, ich nutze die Zeit gleich mal. Ah, so. Ich kann ja mal mit abbauen hier. Alles, was nicht gebraucht wird, weg. Im Prinzip kann alles runter, aber ich würde von oben anfangen, weil sonst nicht, dass uns der Himmel auf den Kopf fällt. Der Himmel. So, Herstellungskomponente da. Und dann nehme ich auch mal ein paar mit. Und eine Energiezelle könnte man unten auch brauchen, bestimmt irgendwann. So, weil ich baue nämlich unten mal einen Container hin. Hat er sich das eigentlich gemerkt, dass wir mit den schnelleren Abbauzeiten? Hat er sich das gemerkt? Ich kann das nicht beurteilen. Warte mal, warum habe ich denn so wenig O2? Habe ich 90. Ich habe 18. Warum? Ich habe den Helm irgendwie abgenommen, glaube ich. Wahrscheinlich, warte mal. Wahrscheinlich verbrauchst du es, wenn du Helm aufhast.
Könnte ich mir vorstellen, oder? Das kann natürlich sein, aber jetzt ist die große Frage, wie nehme ich einen Helm ab? Ich muss mal ganz kurz gucken. Steuerung? Nee. Verdammt. Kannst du mal hier hoch? Ah. Warte mal kurz, ich muss den Helm mal ganz kurz loswerden. So, okay. Ich baue auch die Thruster mal eben ab hier, ne? Okay. Oder? Wir fliegen mit dem Ding ja nirgendwo mehr hin, ne? Ich denke nicht, dass wir mit dem Ding nochmal in die Luft gehen. Versuch gerade rauszufinden, wie zum Geil. Ah, jetzt! Wie war das jetzt? Inventar ist voll, sehe ich gerade. Und deshalb liegen hier so ein paar Sachen rum. Ich muss die mal eben schnell unten hier in die Kiste packen, ne? Ja. Aber ich habe die Kiste noch nicht gebaut. Noch nicht bauen können. Achso, die meinst du? Wir haben noch hier Cargo-Container. Ist doch alles. Haben wir doch alles. Genau. So. Haben wir interne Panzerung? Metallgerüst, Motor. Machen wir hier schnell Träger. Nach oben. Träger? Ja. Panzerglas? Nee. Interne Panzerung, Anzeige. Da ist er! Was denn? Ich habe gerade interne Panzerung gesucht. Weil damit kann ich jetzt hier unten erstmal einen Cargo-Container theoretisch hinstellen und einen Reaktor brauchen wir unten auch. Ja, wir haben Cargo-Container haben wir doch gerade hier in dem Schiff noch. Genau, aber ja, die bauen wir dann ja auch ab, ich weiß. Genau, ich stell den jetzt erstmal mit dem Was ist das denn hier Schickes? Eine Boje? Soll ich die abbauen? Genau, die Boje brauchen wir dringend. Die erzeugt nämlich hier unten ein Riesensignal, das du sehr weit sehen kannst. Also drin lassen erstmal oder abbauen? Abbauen. So, okay, also doch abbauen. Erstmal alles runter das Also ich demontiere es dann hier einfach mal. Okay. Genau. Du machst und neu und So, okay. Dann brauchen wir das. Und dann baue ich auch nochmal ein bisschen Panzerung hierher. Und ich habe mal damit angegeben, dass du so viel Erfahrung hast, aber das ist ja auch schon alles so überholt hier. Was? Ja. Das läuft doch alles. Schau mal, wie schnell wir hier unten schon eine Base aufgebaut haben. Ich sehe nichts. Ich sehe nur, dass ich Sachen kaputt mache. Ja, das ist doch schon ein Anfang. Sachen kaputt machen, mit dem beginnt jedes gute Spiel. Ich guck mal bei dir eben runter und versuche mal einen Screenshot von zu machen. So, V. Warum habe ich denn sowas gebaut? Cool. Moment. Okay, das sieht gut aus. Wink mal. Fürs Foto. Sehr schön, danke schön. So, super. So, jetzt habe ich da irgendwas mit der Maustaste verdreht. Da kannst du so schnell, kannst du mit Maus... Ach nee, ist auch falsch. Warte mal. 9. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie der normale Standardblock ist. Nanu, Inventar schon wieder voll hier? Ich kann gar nicht so viel tragen, kann das sein? Das kann sein, ja. So. Dann bauen wir jetzt hier nochmal schnell die Geschichte hier auf. Da werden wir wahrscheinlich Reaktorkomponenten brauchen dazu. Oh, stackt er das gar nicht automatisch, wenn ich es einfach nur so rauffallen lasse? Anscheinend nicht, ne? Nee. Oder gibt es so eine automatische Sortiertaste oder sowas? Die gibt's auch, aber ich glaube, das ist ein Mod gewesen. Ah ja. Na gut. So, jetzt gucken wir mal schnell, was brauche ich hierfür noch. Metallgerüst, Stahlrohr, Anzeige. Ja, das können wir hin. Ich muss hier nochmal wieder... Ja, hier liegt alles mögliche rum. Wie, ist schon wieder voll. Da liegt so viel Krams rum. Mann, also ich baue hier kräftig ab, du, wie du merkst. Ja, ich merke schon, das ist sehr gut. Stahlrohr nehme ich mal mit. Ey, lass mich hier hoch. So, ich gehe mal wieder spazieren. Ja. Ich versuche mal hier unten irgendwas aufzubauen, damit wir leichter ins Schiff reinkommen. Ja, wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ah, nicht ganz. So, pass auf, nochmal. Wir hatten das eigentlich versucht mal einzustellen, dass wir etwas schneller abbauen und bauen können. Merkst du da eigentlich einen Unterschied? Ich kann das nicht beurteilen. Nee, also es ist nicht so schnell, wie ich es gerne hätte. Zumindest jetzt von Anfang an nicht. Ja, vielleicht hat er die Einstellung noch nicht gemerkt. Wir haben ja 2, 3 Versuche gehabt, um uns zu finden. Das kann ich mir auch vorstellen, wobei, dass ich das nicht gemerkt habe. Ne? Das kann schon sein, dass er da wieder ein bisschen rum... Aber das können wir ja alles nachträglich noch ändern. Sag mal, kann es sein, dass ich recht nah an die Blöcke ran muss, um die abzubauen? Verdammt.
braucht man hier noch interne Panzerung. Hast du interne Panzerung? Mist, also wir müssen jetzt kein Jetpack mehr nutzen. Hä? Bitte was? Wir müssen jetzt zum Reinkommen kein Jetpack mehr nutzen. Nee, das ist gut. Weil sonst sind wir ja ratzfatz leer. Ich weiß, ich muss das hier schon immer machen, um hier an die Bauteile zu kommen. Das ist ein bisschen problematisch. Weil ich weiß, das Jetpack ist rar und, ne? Ja, eines Tages ist es auch alle. Zeitschaltuhr, die baue ich auch mal ab, ne? Ja, die brauchen wir auch nicht mehr, glaube ich. Interne Panzerung brauchen wir dringend. Macht der mein Inventar? Wo kriege ich die her? Interne Panzerung? Ja. Oh, ich glaube, die kriegen wir aus allen möglichen Teilen hier raus. Also das nach Außenwände ist leichte Panzerung. Interne Panzerung ist was anderes? Das ist, ich glaube, das, wo wir hier drauf laufen. Jo, das Zeug da. Warte mal, ich kann's mal... Oh, da liegt ja was. Ja, da sind interne Panzerungen dabei. Wahrscheinlich hauen sich jetzt alle die Hand vor die Stirn, weil wir das ganze Schiff gar nicht hätten abbauen müssen irgendwie so. Ja, wobei, was selber zu bauen ist ja immer schöner, als was Gekauftes zu haben. Wir haben uns so als grobes Ziel gesetzt. Was haben wir uns für ein Ziel gesetzt? Haben wir irgendwelche Ziele? Wir haben immer Ziele. Ja, also wir wollen auf alle Fälle natürlich in den Weltraum und auch mal einen anderen Planeten sehen. Und ich glaube, das ist, damit haben wir dann hier schon etwas größere Aufgabe unter Umständen. Ja, also ich sag jetzt mal, es gibt 1000 Möglichkeiten. Wir können auch einen Landfahrer-Rover bauen, der dann, wenn wir hier Landfahr-Rover-mäßig unterwegs sind, der einen internen Bohrer zum Beispiel dran hat. Geile Idee. Ja. Mit so einem internen Bohrer kannst du schon mal viel machen. Ich habe mal in so einem Tutorial ein Raumschiff geschrottet, was vorne 4 fette Bohrer dran hatte. Das war cool, Ja. Ja, und du kannst halt ein Fahrzeug bauen und fährst dann halt über diese Stelle, dann lässt das Motor zum Beispiel zur Seite raus, ja, und lässt es mit so einem Tragding, lässt es dann in den Boden runter. Also es ist 1000 Sachen. So, ich baue hier gerade nur auseinander. Ich will mal was zusammenbauen. Was brauche ich denn für die Bodenplatten da für Materialien? Für die Bodenplatten brauchst du Stahlplatte. Das ist so der Anfang. Okay, alles klar. Nee, weil du hast ja schon welche gesetzt. Die müssen wir noch auffüllen, ne? Genau. Ich schau gerade, was hier alles noch hier oben mal 200 Stahlplatten raus. Confirm. So, das müsste ja eventuell gehen. Schweißgerät und ran da, ne? Ich bin gestürzt. Ich kann auch jetzt hier einfach den Boden... Nee, das reicht nicht. Was fehlt mir denn hier? Oh doch, das dauert doch relativ lange, ne? Ja, das müssen wir vielleicht nochmal gegebenenfalls hochstellen. Man muss sehr nah an die Blöcke ran, ne? Damit da was passiert. Ja, ne? Also es wirkt, als müsstest du unheimlich nah ran, aber es ist oft, oder es ist eigentlich gar nichts mal so sehr... So, alles klar, die erste Geschichte hier steht, Val. Das Wichtigste, was wir jetzt als erstes machen müssen, und da müssen wir sicher sein, dass wir nicht draufgehen in den nächsten 5 Sekunden, ist die Krankenstation abzubauen. Ja, mach das mal. Baust du dir ab? Ich bau die mal oben raus, ja. So. Ich muss mich jetzt echt... Sag mal, mein Schweißgerät funktioniert unendlich lange, oder? Mein Schweißgerät funktioniert aber unendlich lange, ne? Okay. Also brauchst du keine Ladung oder so irgendwas, ne? Das ist nicht erforderlich. Da hat er eben noch gesagt, er hat es jetzt gemacht, dass wir ohne... Ja, geht nicht so genau. So. Ah ja, jetzt geht's. Okay. Weißt du, das ist so... Mann, oh Mann, die Stahlplatten verbrauchen sich aber echt schnell, ne? Ja, das geht ratzfatz, das Zeug. Aber auf der anderen Seite, wir haben ja auch relativ viele... Im Inventar. Quatsch, im Raumschiff. Die haben ja... Oh, Wölfe, Vorsicht, Bell! Wow! Oh, ich hab keine Munition mehr, oder? Ich mach mal eben. Warte mal, ich hab keine Munition. Sie haben uns eben die Stahlgerüste weggeschossen, ne? Und ich dachte mir sowas schon. Bau mal die Krankenstation schnell weiter ab, du. Warte. So. Ja, haut schon ab. Schießen?
Ja, das müssen wir jetzt reparieren, das Ding. Ich baue mal die Krankenstation hier unten, genau. Ja, ja, genau. Aber es war so klar, dass Wölfe kommen. Es war so klar. Ja, naja, klar, kein Spiel ohne Wolf. Aber, ne? Aber die sind nicht so schlimm. Ich sagte ja, als ich hier gestern irgendwie alleine mal versucht habe und nebenbei den Stream geschaut hatte, habe ich mich ja auch gewundert. Ich dachte, boah, was oh, da kommen sie wieder. Oh, geht bluten, schon. Sofort bluten. Die haben meistens irgendwas dabei. Ja. Das ist nämlich eine super Ressourcenquelle für unsere Krankenstation. Magnesiumpulver. Oh, das ist gut. Das ist gut. Damit können wir dann neue Munition wiederherstellen. Stehen die bei dir teilweise auch noch rum? Oder liegen ja, die alle? Ja, die liegen so komisch. So, okay. So, Anzeige, Computer. So, was ist denn das für ein Gerüstblock überhaupt? Was hier, ist das leichte Panzerung, die hier auf dem Boden ist? Oder was hast du da für Bodenplatten genommen? Warte mal kurz, an Computer brauche ich noch. Das ist leichte Bodenplatte. Leichte Stahl, leichte... Leichte Panzerung, oder? Genau, leichte Panzerung, Block, so rum, jetzt. Nanu, ich kann den hier gar nicht zwischensitzen. Der lässt mich den gar nicht setzen oder andocken hier. Ist ein bisschen komisch. Wie kann die, wie hast du die so halb in den Boden gedrückt? Das hat er automatisch mit dem Boden Wert gemacht. Sollte das Ding nicht irgendwie... Ah, warte mal. Hä? Okay, ist ein bisschen schwierig. Muss man sich erst dran gewöhnen, das Positionieren. Alles klar. Genau, aber wenn du das einmal raus hast, ist es super viel angenehmer. Jetzt, läuft. Also ist einfach. Funktioniert gut. Hab's jetzt, glaube ich, kapiert. Hm? Haben wir noch medizinische Komponenten hier irgendwie? Haben wir was? Medizinische Komponenten. Da. Müsstest du doch, weil du es abgebaut hast, theoretisch... Hab schon. Internetpanzerung brauche ich noch. Jetzt wieder sterben? Noch nicht. Also, es ist voll. Ich brauche. Jetzt kommt bloß der große Moment, und zwar der wichtigste von allen. Was denn? Wir müssen unseren Generator oben abbauen. Sagen, wir haben ja auch keinen Strom, ne? Dann. Genau, und der kommt nämlich jetzt. Ich nehme jetzt das ganze Uran raus, damit geht das ganze Teil hier nämlich down. Okay. Dann nehme ich noch mit, was ich hier oben mitnehmen kann. Oh, das war ein bisschen viel, aber es macht nichts. So. Und jetzt bauen wir das Ding hier unten auf. Und, well, pass auf, es ist Magie. Sekunde. So, Generator läuft. Ich brauche noch Stahl. Jetzt schalte ich ihn aus. Jetzt schalte ich ihn aus, weil wir leben nämlich, glaube ich, von unserer Energie, die hier drin ist. Maximale Abgabe 12 Megawatt, maximal 12 Megawatt. Speicherte Energie 3 Megawattstunden, derzeitige Zufuhr 0, derzeitige Abgabe 2. Gespeicherte Energie 917 Kilowattstunden sind drin. Vollständig entladen in 19 Tagen. Wenn wir jetzt nicht mehr bauen, hält diese Base 19 Tage ohne Saft, weil die Batterie Energie hatte. Richtig, die hat ja noch Batterien hier, ne? Genau. Und jetzt baue ich jetzt noch Folgendes für uns. Aber wieso? Ganz ehrlich, wovon leben wir denn jetzt hier noch? Das ist doch nur noch ein Rumpf hier. Das Schiff. Genau. Und da müssen wir jetzt, wir müssen unsere Verarbeitung müssen wir jetzt in den Griff bekommen. Wir brauchen doch Strom eigentlich nur noch, um Sachen herzustellen, oder? Genau, Sachen herzustellen und eventuell. Aber hier sind die jetzt keine Überlebenseinrichtungen oder sowas. Keine Überlebenssysteme, die wir gerade brauchen. Wir hängen einfach so hier nur rum, ne? Das meine ich damit. Genau, also wir brauchen keinen Sauerstoff, weil wir hier besorgt sind. Und damit sind wir erstmal eigentlich ganz gut abgedeckt. Also jetzt geht es weiter darum, halt mehr zu bauen. Genau. So. Und das ist ja schon mal ein super Anfang. 247 Stahlplatten. Ich baue gerade mal ein bisschen Stahl ab hier. Okay. So, dann ist ja die Frage, ob wir uns trauen, zwischendurch mal auszuloggen oder erst, wenn das Schiff komplett abgeflext ist hier. Ich würde
genau auf zwei. Also ich würde es abflecken. Okay, guck mal. Trau mich doch sowas nicht. So dann, ansonsten wollen wir noch sagen, wir wollten zu den üblichen Zeiten, ne? Wie Imperium auch, ne? So viermal genau, die Woche, wie Imperium. Mittwoch, Donnerstag, genau. Samstag. Was? Nee, wann war das? Mittwoch, Freitag. Donnerstag? Was? Ach ja, Mittwoch, Freitag, Sonntag, Montag war das, ne? Ja, Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag, genau, das war's. So rum. Ja, so, genau, jetzt sind wir wieder beieinander. Jetzt sind wir beieinander. Also. Okay, und dann, da wir 25 Minuten rum haben, dachte ich mir, es wäre doch vielleicht mal so ein Anlass, sich in die nächste Folge zu verabschieden, oder? Genau, aber dann umso mehr. Genau, dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns gleich Freitag wieder. Bis dann. Warte, ich komm. Ja. Tschüss.